Morgen. Also, ich bringe jetzt hier erstmal eine Struktur auf die Fläche und zwar mit dem Papier. Erstmal mein Klebstoff. Und ja, das kann auch ein Rest Farbe sein. Also ich kann hier auch einfach Acrylfarbe benutzen, Kleber benutzen und gebe den erstmal auf die Lampe drauf. Yes. Zacke rauf da mit Schwung. Kann man so ein bisschen seine Energie raushauen. Und ja, es macht Spaß. Also macht das ruhig. Im Anschluss das Papier draufkleben, ein bisschen randrücken. Hin und her schieben kann man es noch, wenn es noch nicht so fest klebt. Randrücken bis an den Rand. Dann schneide ich das danach ab. Du kannst es dann gleich einstreichen. Auch mit weißer Acrylfarbe ruhig. Es trocknet schnell und ja, so hast du ganz schnell deine Struktur auf der Fläche. Ich möchte heute so ein bisschen das Sonnenlicht im Winter einfangen auf dem Eis. Und ja, es ist überall gerade gefroren und da sind so schöne Farben. Deswegen hole ich mir erstmal die Sonne auf die Eisfläche sozusagen. Also ein bisschen Gold. Und jetzt sind das schon so schöne Farbtöne, nur von dem Gold drauf. Muss auch gar nicht so sauber arbeiten, streich einfach ein bisschen die Farbe da drauf. Schau mal, wie schön das jetzt schon reflektiert, wie auf so einer Eisfläche. Kann ich mir jetzt zumindest schon reindenken. Und ja, ich will mal mit Blau anfangen, also mit einem dunklen Blau fange ich jetzt mal an. Irgendwo einfach. Und wow. Ja, also du siehst schon, wenn ich das ein bisschen dünner verstreiche, sieht der Farbton anders aus, als wenn da jetzt so Decken drauf ist. Verändert sich die Farbe auch durch das Gold drunter. Einfach verstreichen, einfach machen. Ja, dann nimmst du einfach dein Tuch und wischst wieder ein bisschen ab, verteilst das ein bisschen. Letzter Zeit stand ich öfter auf dem Wasser, auf dem aber es war nicht tief und die Pfützen waren gefroren. Es dauert einen kleinen Moment, aber hat auch immer was Meditatives, finde ich. Also man kann so schön seine Gedanken fließen lassen und sich so in diesem Blau-Gold ja so rein denken, versetzen. Jetzt muss ich nur langsam fertig werden, sonst ist es trocken. Aber ich föhne es dann trotzdem noch mal ein bisschen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also das Gold scheint da überall noch so ein bisschen durch. Also es schimmert so ein bisschen metallisch und das gefällt mir gut. Und jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Ich will es ein bisschen braun haben, aber auch blau, also so warm und kalte Farben. So, jetzt komme ich endlich zu meinem Eis. Es ist aber auch, ja, es könnte auch noch so eine Spiegelung vom Himmel sein auf der Fläche. So, jetzt brauche ich noch, oh Mist. Habe ich keine Tücher mehr hier? Moment. Nee, du brauchst auf jeden Fall weiche Tücher. Ah, jetzt sehe ich schon den eingefrorenen Herbst unter der zarten Eisschicht. Und hier will ich ja noch mal so ein bisschen das Sonnenlicht reflektieren lassen. Das finde ich immer ganz schön.
So, also eine ganz dünne Eisschicht haben wir und hier sieht man schon so diese Risse in dem Eis und ja, das mag ich ganz gerne. So, jetzt ziehen wir dann nochmal eine Eisschicht rüber. Mal hier, das finde ich total schön. Hier ist so ein bisschen ja, Sonnenlicht mitten auf dem Eis auch. Also und, ja, auf diesen Ästchen, auf diesen eingefrorenen Ästen und ja, Stöckern, die blitzen da so durch. Aber wir machen noch ein bisschen, ja, wir bringen noch ein bisschen Schnee drauf. Also ein leichter Schnee kann dann noch auf dem Eis auftauchen. Ach herrlich, schau mal hier, tolle. Tolle Farbtöne, da ist so viel zu entdecken. Das macht total viel Spaß, also eine schöne Arbeit ist das, total, ich liebe das. Ja, kann man jetzt schon die Zeit anhalten, finde ich, sich das anzugucken. Ja, wie mache ich weiter? So lasse ich das. Gefällt mir gut. Kann man sich auch ordentlich dran abarbeiten, finde ich. Aber es hat halt auch ja, so was Schönes, Meditatives. Und man kann sich so reindenken in die Schichten. Und ja, mit jeder Schicht passiert halt auch ganz viel. Und ja, dieses Gold, was von unten noch durchscheint oder was man dann so als Reflexion sich denken kann, also kannst einfach deine Geschichte da reinbringen, deine Idee, deine Inspiration, das natürlich mit verschiedenen Farbtönen machen, das
kennst du ja eigentlich von mir. Da gibt es viele Videos zu. Und ja, diesen Farbton, ja, finde ich ganz schön da. Mal gucken, vielleicht nehme ich noch mal ein bisschen was weg, aber ich glaube, nee, ich lasse so. Also mach's gut. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Und ja, wie immer unser Motto, einfach machen. Schön, dass du hier bist. Hab einen schönen Sonntag. Im Buch habe ich dir ein Bild reingestellt, das habe ich auf Alufolie gemalt. Das ist mit denselben Farbtönen gemalt wie jetzt hier gerade im Video. Da kannst du noch mal reingucken. Und genau, da habe ich kein Gold genommen, da habe ich halt die Alufolie genommen. Ja, das Video ist auch hier im Kanal und ich setze eine ganze Playlist drunter, unter das Video mit dem Link. Da sind auch die Farbtöne, die ich verwendet habe, nochmal aufgeführt. Da kannst du nochmal reingucken. Und ansonsten danke, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind mit richtig, richtig, richtig tollen Menschen, die so diesen Kanal bereichern durch das Dasein alleine. Also, dass du hier bist, das bereichert diesen Kanal und dadurch wächst diese tolle Gemeinschaft hier. Danke dafür, dass du dich mitteilst, dass du die Videos teilst, dass du ja, die Videos auch likest. Danke. Und dass du ein Abo hast. Dankeschön. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.